die den öffentlichen Transport wirklich unterstützen will, die muss sie gratis machen. Und genau das ist es, was die DDR zu langem fordert. Und darüber hinaus sind wir auch die einzige Partei, die nicht gegen den Auto ist. Den individuellen Transport als ein Teil von unserer Freiheit. Da wollen zwischen mir auch für genug Parkplätze an unserer Stadt. DDR, die Alternative für Ehrgemeinde.